Hallo Leute, mein Name ist Hotz ST und willkommen zu einer neuen Minecraft-Serie. Dieses Mal ein bisschen anders, wie ihr hört, auf Deutsch. Und es ist kein Singleplayer, sondern es ist ein kleiner Server und ich bin nicht allein. So. Wir sind hier in einem Dschungel gespawnt und wir sollten wahrscheinlich ein paar Sachen sammeln und uns dann auf den Weg machen, eine zumindest temporäre Bleibe zu suchen. Der Anfang in dieser neuen Minecraft-Serie ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie die jeder andere Anfang in Minecraft. Holz schlagen, meinen, etc. Daher denke ich, gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele Updates hier gleich am Anfang, sondern mehr so Recap-mäßig. Und sobald ich dann etwas gefestigt bin, gibt es dann mehr Let's Play oder projektmäßige Videos. Da ich bisher Minecraft nur auf Englisch gespielt habe, werden wahrscheinlich einige englische Begriffe mit einfließen, weil ich teilweise die deutschen Begriffe für gewisse Dinge gar nicht kenne. Zum Beispiel ein Kolben wird auch weiterhin eine Piste sein. Einfach weil ich mir das gewohnt bin und ich ihr nebenbei immer noch eine englische Serie habe. Von dem her nichts Neues. Also ich werde dann mal ein bisschen Ressourcen sammeln. Und mal schauen, ob und wann und wo wir ein Plätzchen finden, wo wir uns initial niederlassen. Letztendlich denke ich, werde ich meine Base in einem flachen Gebiet bauen. Ich habe gewisse Vorstellungen, was ich hier erreichen möchte, aber dazu kommen wir später, sobald wir die Basics hinter uns gelassen haben. Ich denke, das ist genügend Holz. Eine Axt, voll Holz. Dann mache ich mich mal auf den Weg, um eine neue Bleibe zu suchen. Der erste Teil ist nun abgeschlossen. Ich habe ein
ein Dorf gefunden. Ich habe es eingezäunt und ausgeleuchtet. Nun sollten unsere Villager glücklich und sicher sein. Ich habe auch schon angefangen, ein bisschen zu farmen. Wir haben zwei Farmer, die wir benutzen können, um Emeralds zu bekommen. Da oben ist noch ein Cleric eingeschlossen. Und da hinten habt ihr einen noch berufslosen Villager wandern sehen. So, ich denke, wir müssen sie ein bisschen breeden, damit wir die Population etwas in die Höhe treiben. Und dann sollten wir gut sein. Ich denke, der nächste Programmpunkt für mich ist, dass ich etwas meinen gehe für Eisen, Diamanten und vielleicht ein bisschen Gold. Aber wir werden sehen. Und hier haben wir, was ich gefunden habe. Nicht wirklich viel Diamanten, aber ich war für das auch nicht wirklich tief genug. Ich war caving, somit habe ich einiges an Eisen gefunden, habe auch schon ein bisschen in Ingots geschmolzen und ein paar Goldklumpen. Da waren auch zwei Zombie-Spawner mit zwei goldenen Äpfeln und zwei unterschiedlichen Musikplatten und einige Glowsquids, die in den Wasserfällen zu Tode kamen. So, alles in allem nicht wirklich eine schlechte Ausbeute, aber ich denke, Eisen und Gold haben wir jetzt genug, aber ich brauche mehr Diamanten für Werkzeuge und Rüstung. Ich habe noch nicht genug Diamanten, um darin zu schwimmen, aber für eine Dusche reicht es allemal. Etwas mehr als ein ganzer Stack, das sollte für den Anfang reichen. Nun kommt der mühsame Teil. Gartenbau, Fischzucht und Viehzucht. Und dann sollten wir gerüstet sein, um unser Diamantengear auch gut enchanten zu können. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es geschafft, alle nötigen Levels und Emeralds zusammenzubekommen, so dass ich nun vollständig ausgerüstet bin. Vollständige Diamantrüstung mit mindestens überall Protection 4 drauf. Da und dort fehlt noch das eine Enchantment, Unbreaking, Mending, dann hier auf dem Helm Aqua Affinity und Respiration. Aber es sollte gut sein, auch ein brauchbares Schwert, ein super Bogen. Das heißt, nun steht nichts mehr im Weg, um den Drachen besiegen zu können. Aber das schieben wir auf die nächste Folge auf, wo wir wahrscheinlich auch ins Nether gehen. Heißt das Nether auf Deutsch? Der Nether? Die Nether? Keine Ahnung. Lass mich unten in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder zur nächsten Episode zu. Bis dann. Tschüss.